So, ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen erstmal den Grundgedanken erzähle, wie wir an die Gelder, Fridays for Future, wollen eigentlich ja Kohlestopp 26, also oder jedenfalls vor 38, und wie wir Gelder generieren können. Und das müssen wir machen, indem wir Reformen so machen, dass sie uns volkswirtschaftlich Gewinne bringen, also neues Geld bringen. Und die Gesundheitsreform würde so laufen, stellen Sie sich vor, da vorne wäre mein Hausarzt, der würde entlastet von all dem Papierkrieg, den er im Moment zu tun hat, und würde mir anbieten, spaßmachende, kostenlose Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, Sportverein, kostenlos, alles kostenlos, weil wir ja alle Krankenkassenbeitrag zahlen, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Dadurch würden viel weniger Menschen krank werden, weil sie sich so nach und nach damit anfreunden, etwas für ihre Gesundheitsförderung zu tun, werden etwas seltener krank. Wir sparen bis 70 Milliarden pro Jahr, werden anvisiert von dem Chef des Allgemeinen Patientenverbands in Deutschland, Christian Zimmermann, ein Arzt, 70 Milliarden. Davon müssen wir ein bisschen der Pharmaindustrie helfen, dass die nicht kaputt geht durch dieses schnelle Runtergehen des Medikamentenverkaufs in Deutschland in dem Falle, ja, müssen denen zu dem Wandel helfen. Und dann bleiben aber zum Beispiel 50 Milliarden im ersten Jahr übrig und da können wir 5 Kohlekraftwerke stilllegen und dann sind wir schon dem Kohlestopp 26 schon ganz viel näher gekommen. Das nennt sich das dritte System zwischen Kapitalismus und Kommunismus, das dritte System der zweiten Scientists for Future. Wie ist so Ihr erster Eindruck jetzt, wo Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben dieses neue Lösungsmodell kennenlernen? Ja, wenn ich mir das anhöre, klingt das relativ logisch. Wenn dadurch Kosten eingespart werden können und man dadurch dann auch Kohlekraftwerke abschalten kann, finde ich das durchaus zukunftsfähig. Genau, denn das Prinzip der Prävention würde von den Professoren auf alle Teile der Gesellschaft angewandt werden. Dadurch werden sie volkswirtschaftlich sparsamer. Und wir können aber auch allen Beteiligten helfen, diese Kurve zu kriegen, denn es ist ein Wandel. Ja, es ist ein Wandel. Auch die Kohlekraftwerksmitarbeiter müssen ja betreut werden, sodass sie einen neuen Job kriegen und so weiter. Also man muss ja überall viel helfen. Ja. Aber es bleibt genügend Geld übrig, um davon Ziele wie die Klimaziele finanzieren zu können. Und jetzt stellen Sie sich vor, letzter Gedanke in dem Interview, uns fehlt nämlich der Durchbruch in die Großmedien. Die mittleren Medien haben alle über uns geschrieben, der Trend und so weiter, aber nicht die Großmedien. Stellen Sie sich vor, hier stände die weltberühmte Greta Thunberg und würde nur einen Satz sagen zu all den Journalisten, die jetzt um uns rumständen. Wir sollten in jeder Talkshow kontrovers, kritisch diskutieren, ob das dritte System der zweiten Scientists for Future nicht für uns alle die Großchance darstellt. Ja? Was halten Sie? Halten Sie das für auch einen gangbaren Weg? Das ist, woran wir arbeiten. Ja, ich halte das sicher für einen gangbaren Weg. Es gibt ja den Satz sogar bei Fridays for Future, System Change, not Climate Change. Und dieser Wechsel zum dritten System wäre wirklich ein Systemwechsel, weil das die gesamte Gesellschaft auf Prävention umstellt. Also ist schon ein drittes System. Ja? Und dann danke ich Ihnen vielmals für das Interview. Bitte gerne und ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, danke schön.